So, gucken wir doch mal, wie sehr sich das staut. Also zwischen eben gerade und jetzt, also Ende letzter Folge, Anfang dieser, ist das Spiel so 5 Minuten weitergelaufen. Das heißt, es könnte sich schon ein kleines bisschen Glas gestaut haben. Das wäre ideal. Das wäre ein gutes Zeichen für mich. Wenn... Oh, das ist Blei. Das fließt bei dir. Wenn nicht, also wenn sich wirklich gar nichts staut und alles sofort verbraucht wird, dann müsste ich eventuell doch wieder hochgehen und da oben umbauen. Und ja, hier staut sich gar nichts. Es wird alles weggefuttert. Sobald es bei dem Ärmchen hier ankommt. Und du machst nichts, weil... Du Kupferschrott hast, das nicht loswerden kannst. Oh. Okay. Ja gut, jetzt habe ich noch eine Fabrik angeschmissen, die nicht genug Glas hat. Das heißt, ich bräuchte 4-mal so viel, wie ich jetzt an Glas produziere, damit das einigermaßen ordentlich läuft. Hm. Schön. Hätten wir das geklärt. Aber hey, davon lasse ich mich jetzt irritieren. Es ist ein kleines Problem, das behebe ich jetzt. Solange ich hier über meine roten Chips alle komplett gestaut sehe und wir mit Resin kein Problem mehr haben und, ist das schon alles super. Ich wurde übrigens richtigerweise darauf hingewiesen, dass ich mir doch vielleicht hier einfach einen Stack wegnehmen könnte, anstatt das Rubber da zu benutzen, weil das Rubber hier braucht man nur... um damit die isolierten Drähte herzustellen. Also auch für die Poles, dafür benutze ich es ja primär. Richtig, richtig. Gut, baue davon einfach ein paar. So. Na gut, dann gehen wir jetzt nach oben. Auf dem Weg nach oben kann ich schon mal nochmal so 1, 2, 3, 5 Powder Mixer MK2 herstellen. Auf dem Weg nach oben könnte ich auch noch was abholen. Ja, Kupfer, wenn über ist. Vielleicht noch ein paar Aluplatten. Hier. Zip, zip. Kupfer sieht gerade nicht gut aus. Wow. Null. Null ist wenig. Ah, herrlich. Da stimmt was nicht. Warum arbeitet ihr nicht? Weil hier alles voll rot ist. Und warum arbeitet rot nicht? Weil kein Sulfuric Acid kommt. Oh ja, soviel zum Glas. Das muss erstmal behoben werden, das ist wichtiger. Schwefelproduktion war hier oben. Also ich sehe schon mal Schwefelklumpen. Daran liegt es nicht. Lügt daran, dass die Chemical Plants einfach nur zu lahm sind, huh? Ja, und nicht ganz so viel Schwefeldioxid kommt, wie kommen könnte. Was aber ebenfalls an den Chemical Plants liegt. Das heißt, ich baue einfach Chemical Plant MK3 4-mal. Die haben eine Baugeschwindigkeit von 2,75 im Gegensatz zu 1,75. Also ist keine Verdoppelung an Geschwindigkeit, aber es könnte reichen. Alternativ setze ich einfach hier 3 hin statt 2. Das müsste platztechnisch ja auch hinhauen. Und kann einfach hier noch einen hinsetzen. Ja, das sieht optisch, glaube ich, besser aus. Okay, ist einer von den Dreiern schon fertig? Jupp, dann bitte ich hier den hin. So, das nach hier erweitern. Gelbes Ärmchen, Copy-Paste. Achso, ist ganz normal. Copy-Paste, Copy-Paste. Und dich. So, und schon arbeitet alles, ne? Blub, 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 blub. Gut. Dann nächstes MK3 dahin. Nächstes MK3 dahin.
Das Befüllen ist schnell genug, ne? Sonst müsste man die Ärmchen halt noch kurz umstellen vom Winkel her, aber das sieht okay aus. Das heißt, Schwefeldioxid sollte jetzt genug da sein, damit die hier durchgehen arbeiten können. Und die werden trotzdem noch aufgemotzt auf MK3. Ja, habe ich mich verklickt und einen zu wenig gebaut. Hier, bauen noch eine. Okay, warte. Mir sind gerade die Module nochmal eingefallen. Also setze ich hinter den Module nochmal ein Ausrufezeichen. Weil sonst könnte ich ja einfach auch in alle vier Chemical Plants Speed-Module reinsetzen. Das würde definitiv auch helfen. Wobei, so grob überschlagen den Rohren nach zu urteilen, wir momentan mehr Schwefeldioxid herstellen, als wir brauchen. Könnte ich bei P auch nachschauen, aber ist momentan noch zu unaussagekräftig. Jetzt mal beide jeweils einen davon rein und hoffe, dass das Schwefeldioxid reicht. Sonst könnte ich es auch noch einmal erweitern. Oder das hier einfach stauen. Ein bisschen anders aufbauen. Ja, nee, wirklich viel stauen kann ich nicht, weil das dann da im Weg wäre. Dann müssten wir es etwas höher setzen. Dann ging es ja. Aber ich habe halt diese Eigenschaft, das immer an den Polen so nah auszurichten. Es wäre sinnvoller rein von Bauer Gaming her, das so ein, zwei Felder weiter oben zu machen. Und da wäre es mit den Zuflüssen und Abflüssen hier einfacher. Ja, alle durchgenommen arbeiten. Nee, gut, dann hoffentlich haben wir jetzt genug Schwefelsäure. Damit die hier wieder arbeiten und vor allem die hier hinten haben aufgehört zu arbeiten, weil die halt am weitesten entfernt sind davon. Und da die jetzt arbeiten, scheint es genau Schiffesau zu sein. Ja, die warten jetzt eher auf den Crystal Dust als auf die Schiffesau. Genau so soll das sein. Schön. Trotzdem wird es jetzt eventuell ein wenig dauern, bis sich die Kristalle erholt haben, weil hier noch ein Puffer ist. Ja, da sind 150 blaue. Vor allem das Rausnehmen ist leider nicht random. Also jedenfalls nicht, dass es mir bekannt wäre. Ich glaube, der macht eine Farbe nach der anderen weg. Und am Ende bleibt immer blau über. Das heißt, wenn sich so ein Stau dann löst, wie jetzt gerade, werden erstmal alle blauen rausgeschmissen. Und wir haben halt pro Zyklus hier immer nur ein Pack, das blau wegarbeitet. Es wäre wesentlich toller, wenn wirklich das Ärmchen random eins von den sechs nehmen würde und rauslegen. Aber ich glaube, das geht nicht. Oh, stimmt, wir haben hier jetzt ja auch die Möglichkeit, mit den schnelleren Fließbändern ein bisschen was zu reißen, oder? Wo würde es denn am meisten Sinn machen? Hier oben, oder? Damit es schnell wegkommt und die hier schneller reinlegen können? Gucken wir mal. Ups. Da ist immer noch eine Bremse zwischen. Hm? Nee, es kommt mir nur so vor, es ist nur ein optischer Trick, weil die vom Fließband aus linke Seite sich hier unten wegen dem Splitter staunt. Und einen blauen Splitter kann ich nicht mal eben so im Inventar herstellen. Okay, das heißt, das kommt mir auf die Liste. Blaue Splitter Auto. Automatisieren. So. Okay, wo war ich eigentlich bei? Das mit den Kristallen haben wir jetzt gelöst. Hoffentlich. Ja, Schwefelsäurerohr ist gut. Schwefeldioxid ist nicht so gut, wie es sein könnte. Ja, ich mache nochmal ein MK3er hier irgendwie rein. Dafür müssten wir allerdings diese Schwefelsäure. Irgendwie ummodeln. Gucken wir mal, wie wir das hinkriegen.
So, du gehst daran. Brauchst du. Brauchst hier deinen Sauerstoff. Schließ dich da an. Soweit ist alles gut. Fließband würde bis hier reichen. Kannst ja einfach von da nehmen. Richtig. Und das hier rum kann sich nicht so verbinden. Alles ist gut. Genau. Genau. Und wir haben jetzt noch ein mehr, der Schwefeldioxid herstellt. Jetzt sollte das soweit reichen. Ja, oh, sieht gut aus. Okay. So, also jetzt haben wir das mit den Kristallen einigermaßen gefixt. Das eigentliche Ding, woran ich aber arbeiten wollte, war das Glas. Ein paar mehr Rohre her. So, Glas ist weiter unten. Da komme ich wieder nicht durch. Verliere langsam den Überblick hier. Da hinten ist Glas. So, wo kann ich das jetzt am besten reinquetschen? Das hier ist eigentlich zu eng. Wir können allerdings schummeln. Der Platz hier zwischen ist nämlich frei. Machen wir so. Und so. Und 2, 3, 4, 5. Ruhig noch mehr. Mehr. Nicht hier. Es geht dahin. 5, 6, 7, 8. Wird eng. Ich glaube 6, 7 reicht. Den kriegen die jeweils ein. Ärmchen. 5, 6, 7. Von da nach da. Paste. Ja. Und dann kriegen sie noch ein Ärmchen. Das von 2 nach 2 legt. Überall dazwischen. Copy. Base, nicht verklicken jetzt. Base. Das sieht echt wuselig aus. Als wenn sie sich prügeln würden, die Ärmchen nachher. Genau, und die legen das dann raus auf jenes Fließband. Warte mal. Andere Richtung. Blip. Oh ne, nicht das. Das da. Warum nehme ich immer ein extra mit hier? So. Du gehst mich da rund. What? Na, wird's erkannt. Das muss aufgestuft werden. Induction Furnace MK2 ist bei den Schmelzsachen MK3. So, ich wollte dich nämlich runterführen bis auf die Höhe hier. Meine heißgeliebte Polhöhe. Wie immer schön unpraktisch ist. Trotzdem kann ich es nie lassen. So. Achso, und dann natürlich noch die beiden letzten Powdermixer und das Rezept für die Powdermixer. Bum. Ich sehe schon, dass mit dem Silikon wird knapp werden, oder? Und nicht genug Erze, ja. Ich werde nicht drum rumkommen. Irgendwie muss ich das mit den Crystallizern und mit der ganzen Kristallgeschichte größer aufbauen.
Okay, und da musst du schnell aus Ärmchen hin. Und wir brauchen auch Casting Machines MK3. Zwei Stück, eventuell sogar mehr. Wahrscheinlich sogar mehr. Noch irgendwas von hier aus der Nähe? Ich sollte demnächst wieder die Maschinen in das Projektlager werfen. Wobei ich das echt nicht ein Projektlager nennen kann. Ich soll das einfach nur ein Maschinenlager nennen. Weil ein Projekt habe ich nicht mehr wirklich da. Es war mal für die Metallherstellung, aber die Metallherstellung ist jetzt ja soweit erstmal abgeschlossen. Bis wir halt mit Titan, Chrom und so weiter anfangen. Da, MK3. Geht trotzdem gut weg, ne? Ja. Ja, das ist wirklich doppelt so schnell. Das sollte man relativ zügig merken. Die Veränderung hier. Bereite trotzdem schon mal zwei weitere MK3 vor. Auf jeden Fall. Weil das staut sich hier schon recht ordentlich. Fehlt nicht viel. Falsches Ding. Fehlt nicht viel. Also bau lieber einfach noch. Oh. Kein Messing. Gut. Stampf, 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 stampf. Apropos, das hier sollte auch mal. Einfach nur, weil es kann. Kupfer ist immer noch leer. Hier, ich hätte gerne zwei Stecker-Rohre, ein Stack-Untergrundrohre und den können wir zurück. Und für Eigenbedarf mal ein Stack davon. Das ist echt ein netter Puffer hier, ne? Mhm. So, und die müsste ich dann natürlich auch noch. Blip, 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 blip. Da hinten ist wieder langsam. Ja. So wirklich komplett alles aufmotzen ist zum einen nicht notwendig und zum anderen würde es zu viel Zeit kosten. Entweder on-camera oder off-camera. Da habe ich beides hier momentan nicht ganz so viel. Achso, und meine Tochter ist übrigens wieder aus dem Krankenhaus. Und ja, es war meine Tochter und nicht eine Freundin. Ich habe nur gesagt, es wäre eine Freundin, damit meine Mom sich nicht zu viele Sorgen macht. Das ist kompliziert. Aber ist alles wieder gut. Muss ich jetzt nur noch auskurieren. So, dich da. Und noch ein direktes Rauslegärmchen. Ja, das muss nicht extra in die Kiste. Ist das okay, wenn es auf beiden Seiten rauf geht, das Glas? Ich glaube fast nicht. Checken. Bisher ist alles gut. Nee, ist alles gut. Hier hinten hat ein Giro sehr gute Vorarbeit geleistet. Schön. Und das Glas staut sich. Perfekt. Muss es aber auch. Sonst haben wir sehr schnell bald Silikonknappheit. Das heißt, ich folge dem Ganzen nach unten, um zu gucken, wie das da sonst so läuft, mit allem, was von dem Glas abhängig ist. Dann überprüfe ich noch die Hellblautrankproduktion. Und dann schauen wir weiter. Also, Glas ist da. Woran hapert es jetzt? Am Kupfer. Gut, Kupfer ist bekannt, das Problem.